Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier zum Online-Karrieremodus. Und diese heutige Episode ist mal wieder ein bisschen verrückter, mal wieder so ein bisschen durcheinander. Denn in der heutigen Episode hätte es normalerweise 2 Spieltage gegeben. Das Problem ist aber, es gibt in der heutigen Episode dann doch nur einen einzigen Spieltag. Der Grund dafür ist relativ simpel. Der Gegner, gegen den ich ran muss, also es ist nicht seine Schuld, um Gottes Willen, obwohl wir hatten einen festen Termin abgemacht und dann musste er am selben Tag nochmal absagen. Aber da bin ich der Letzte, der irgendwie jemandem böse deswegen ist, weil ich kenne das ja selber. Da kommt irgendwas spontan mit dazwischen, dann kann man doch dem Termin nicht irgendwie entgegenkommen. Das ist also gar kein Problem. Aber ich sag mal, es ist sowieso eine Schuld von uns beiden, denn wir beide haben unterschiedliche Arbeitszeiten und die passen überhaupt nicht mit den Zeiten, wo wir ja einfach, naja, Zeit hätten für einen Spieltag. Und das hat jetzt auch mit so privaten, wie gesagt, er musste da irgendwas machen am vereinten Termin und ich musste natürlich auch hier Dinge erledigen und so weiter, hat es einfach nicht funktioniert mit der Terminfindung, weswegen wir das Ganze verschieben müssen auf die nächste Episode. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, sollten wir für die nächste Episode dann sogar 4 Spieltage haben, weil es gibt irgendwie 3 Ligaspieltage deswegen und ein DFB-Pokal, also naja, ein Pokalspiel sozusagen, was wir zu erfüllen haben. Also von daher, da kommt einiges auf euch zu auf jeden Fall. Ja, mal gucken, wie wir das halt eben lösen werden. Und ich hoffe, dass ich dann für die nächste Woche 4 Spieltage auch hinbekomme, weil das sind ja nicht wenige. Also Daumen drücken auf jeden Fall. Aber deswegen gibt es in der heutigen Episode wieder mal nur einen einzigen Spieltag. Sorry auf jeden Fall dafür, das ist echt doof gelaufen. Zunächst einmal, bevor wir also reingehen in diesen Spieltag, gibt es mal wieder Tokens zu verteilen. Ihr kennt das gute Alte. Und zwar haben wir in der letzten Episode 6:1 gewonnen. 6:1 übersetzt sich zu 31 Tokens. Und 31 Tokens sind nicht wenig, das sind verdammt viele, die wir jetzt hier verwenden können. Zunächst einmal, man sieht es ja jetzt schon die ganze Zeit, Serdar Dursun jetzt wieder da. Der ist der absolute Top-Torjäger in der Liga, wirklich phänomenal geil. Ich glaube, der hat jetzt momentan ja bisher 14 Tore sogar tatsächlich geschossen, was, also wirklich, das ist ja absoluter Top-Wert. Von daher, richtig krasser Typ und den will ich halt eben weiter nach oben boosten, denn ich habe ja erst seinen Antritt verbessert, ich habe seine Sprintgeschwindigkeit verbessert und jetzt verbessere ich auch noch seine Stärke. Und zwar, um genau zu sein, von einer 79 auf einer 89. Warum mache ich das? Jetzt hat er richtig guten Antritt, richtig gutes Sprinttempo und damit will ich ja eigentlich so ein bisschen die Verteidigerlinie überlaufen. Wenn er jetzt noch in einer 1:1-Situation, zum Beispiel ne, in einer Deckungssituation mit einem Verteidiger steht, sich auch noch richtig gut durchsetzen kann, weil er seinen Körper einsetzen kann, naja, dann, wie soll ich sagen, sein Abschluss ist ja schon nicht von dieser Welt, naja, dann ist halt der beste Stürmer der Liga, so. Ich meine, statistisch gesehen ist er das natürlich jetzt schon, aber wenn er das ist, ja, dann, meine Gott, dann kann ja, glaube ich, gar keine Liga ihm da mal hinterherkommen, also dann ist er, glaube ich, den Besten, den du dir vorstellen kannst, also von daher mal gucken, wie jetzt dieser Boost bei Serdar Dursun für Wirkung zeigt. Als nächstes, weil wir einen neuen Spieler bei uns haben, und zwar ist es der Frimpong. Es gab ja jetzt wieder neue Jugendspieler, die wir in unser Team aufnehmen konnten und einer davon ist eben dieser Jeremy Frimpong. Und Frimpong habe ich auch direkt mal hochgeboostet, denn Frimpong ist ja auch ein Spieler, der, ja, wie soll ich sagen, noch relativ jung ist, der halt eben sowieso pfeilschnell ist auf den Außen und so und deswegen will ich den halt eben auch unbedingt hochboosten. Ich hoffe, ich habe das nicht verkackt mit den Tokens, wenn ich das hier nochmal hier gerade sehe, aber ich glaube halt eben nicht, weil man darf nicht vergessen, er bekommt ja für jeden Token 2 Attributsboosts, aber das sollte schon ganz richtig hier aussehen. Wenn nicht, dann rechnet das jetzt hier gerade irgendjemand für mich zusammen. Dursun habe ich ja 10 Tokens verteilt und hier bei Frimpong habe ich jetzt seinen Antritt verbessert von einer 92 auf eine 99. Ja doch, jetzt erinnere ich mich wieder. Deswegen musste ich auch so einen halben Token investieren, weil das Problem ist, wenn du von einer 92 auf eine 99 reingehst, dann sind ja 7 Punkte. Also ne, muss ich halt irgendwie einen halben Token damit reinsetzen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Habe ich also verbessert. Dazu noch seine Sprintgeschwindigkeit, also sein Sprinttempo von einer 89 auf eine 99. Müsst ihr euch vorstellen, der hat jetzt 99 Antritt, 99 Sprinttempo, das ist absoluter Wahnsinn. Und dazu habe ich noch seine Beweglichkeit mit den restlichen Tokens, die da übrig blieben, auch zum Beispiel so einen halben Token, der noch übrig geblieben ist, habe ich seine Beweglichkeit von einer 88 auf eine 91 erhöht. Also der Typ ist nicht nur der schnellste Spieler der Welt, sondern ist auch noch unfassbar agil mit seinem Körper. Da freue ich mich schon extrem, den einzusetzen, das ist ja wirklich phänomenal krank. Also auf jeden Fall Frimpong, Spieler, auf den wir Acht nehmen müssen, also vor allen Dingen die Gegner. Als nächstes habe ich dann noch Aaron Hunt, denn Aaron Hunt haben wir uns ja verpflichtet vom HSV. Ich glaube, das war auch schon in der letzten Episode so. Müsste eigentlich so gewesen sein. Habe ich verpflichtet, einfach nur weil, naja, ich bin ja Bremer. Ne? Aaron Hunt war ja ein Bremer Jungen. Auch wenn er uns betrogen hat, weil er zu HSV gewechselt ist. Er wechselt ja jetzt nicht wieder zurück zu Bremen. Das ist ja hier Darmstadt. Also kann man das auch mal machen. Und ich mag ihn natürlich trotzdem noch, weil er so viel für Werder Bremen geleistet hat. Und hier habe ich mich dazu entschieden, weil ich ihn ja auch einsetzen möchte, dass ich mir, weil ich habe so ein bisschen durch mein Team durchgeschaut und mir ist auffallen, wir haben keinen richtigen Freistoßschützen und nur wegen meme-technischen Gründen Dursun alles schießen zu lassen, ich weiß nicht, ob das wirklich so gewinnführend ist. Also dachte ich mir, komm, bei Aaron Hunt erhöhen wir die Freistoßpräzision, um genau zu sein, von einer 76 zu einer 86, was richtig geil ist. Ich bin nicht der beste Freistoßschütze, um Gottes Willen, nein, ich glaube, wir hatten jetzt auch schon so ein paar Freistöße gehabt hier in der Online-Karriere und das sah nie gut aus, aber hey, vielleicht, wenn ich einen vernünftigen Freistoßschützen
lassen, aber vielleicht funktioniert es dann ja irgendwie. Von daher, wir probieren es einfach mal. Und als letzten gibt es jetzt hier noch den Shutalo. Shutalo ja auch ein Spieler, den wir uns dann dem geholt haben, um genau zu sein. Ich glaube, er war sogar von der erweiterten Transferliste. Shutalo ist noch ein sehr junger Bursche und er ist halt eben ein Innenverteidiger. Er soll ja Rapp ersetzen und ich glaube, da wird er auf jeden Fall ganz gut seine Dienste beweisen können. Zumal ich jetzt, ich glaube, nur noch einen einzigen Token übrig hatte und da habe ich mich dazu entschieden, als Innenverteidiger, die Innenverteidiger sollen ja so ein bisschen Fels in der Brandung sein und deswegen habe ich seine Stärke verbessert von einer 69 hoch zu einer 71. Und ich sag mal, weitere Attributsboosts werden auf jeden Fall auf ihn zukommen und auf euch auch zukommen, aber zunächst einmal geht es jetzt rein in den Spieltag für die heutige Episode. Und damit geht es auf in den Spieltag gegen Holstein Kiel. Ein sehr gefährlicher Gegner für uns, weil das ist ja auch jemand, der mich schon 2-0 besiegt hat. Und das war halt eben auch ein sehr dramatisches Spiel. Von daher mal gucken, wie das jetzt hier ablaufen wird. Ich finde das sehr interessant. Holstein Kiel ist der Gegner, aber irgendwie sind die Heidenheim-Trikots bei dem Gegner, ist mir aufgefallen. Und ich weiß gar nicht, wie das irgendwie zustande kommen kann. Das ist sehr weird, aber ist ja auch scheißegal. Anstoßzeit jetzt hier auf jeden Fall. Und zwar vom Kieler. Ich glaube, ich werde zwischendurch den verwechseln mit Heidenheim und so weiter. Entschuldigt mich auf jeden Fall dafür. Wir haben auch kaum Veränderungen halt eben hier getätigt. Kennt eigentlich die Startformation, die war nämlich auch beim letzten Spieltag, halt auch wieder präsent und deswegen hat sich halt eben hier nichts verändert, das heißt, da muss ich euch irgendwie nichts Neues erzählen. Deswegen, aufgepasst jetzt hier, die versuchen sich den Offensivaufbau wieder hier zusammenzuführen, Fernandes sehen wir dort, gegen Mendes muss er sich durchsetzen, Fernandes macht das auch gut, aber Mendes drückt weiter und will ihn eigentlich zur Seite wegdrängen, aber behält hier den Ball, Fernandes will weiter mit dem Zug zum Tor, bringt ihn irgendwie in die Mitte mit rein, aber das war eher zu lasch und zu unpräzise, von daher konnten wir das Ganze jetzt hier abwehren. Aaron Hunt jetzt hier schön gedribbelt, also da kam der Gegner nicht ganz mit hinterher. Möchte jetzt eigentlich, dass Serda Dost so ein bisschen mitsprintet. Macht er aber nicht. Also muss Aaron Hunt das ein bisschen selber machen. Aaron Hunt wollte jetzt gerade nach oben spielen, wird aber abgeblockt hier vom Verteidiger und somit ist jetzt der Holstein Kieler mal wieder am Ball. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ein sehr interessantes und komisches Spiel. Ich möchte euch jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber deswegen wird das jetzt hier heute vom Commentary auch ein bisschen wilder. Wir sehen schon, Fernandes muss gegen Franke ran. Franke möchte ihn blockieren, kriegt das auch ganz gut hin. Der Gegner kommt ein bisschen in Stolpern, legt sich damit den Ball zu weit vor, sodass wir da rankommen. Schöner Dragback hier von Hand gemacht. Und dann dieser Fehlpass, obwohl er nach oben schön sollte auf Pike, hat nicht so ganz funktioniert. Ruiz jetzt vorm Tor mit Ruiz. Ruiz könnte gleich zum Abschluss kommen. Shutalo möchte mithelfen. Ruiz bleibt hier am Ball. Müssen wir aufpassen. Die Mitte zu Baku. Und da kommt der Schuss. Und Schuhin macht sich lang, macht sich breit und kann den Ball abwehren. Aber es gibt Eckball. Und Eckball bringt auch nochmal eine Gefahr mit rein. Somerville lauert auch schon. Aber da kommt Bayer. Kommen sie auf jeden Fall nicht ran. Wurde von uns abgewehrt. Wunderbar. Und jetzt ist Somerville wieder am Ball. Möchte sich durchsprinten. Kriegt das aber nicht hin, weil seine Ballkontrolle nicht so ganz mitgespielt hat. Mühling. Mühling spielt wieder nach oben auf Ruiz. Ruiz, der jetzt so ein bisschen auch wieder Flügelpositionen einnimmt, obwohl der eigentlich der Stürmer vorne sein musste. Und dann hier Fehlpass, sodass Somerville davon profitieren kann. Jetzt sprintet Somerville erstmal ein Stückchen. Setzt nochmal ein bisschen zurück, damit Meffer da nicht am Ball rankommt. Möchte eigentlich eine Anspielstation suchen. Hat das auch mit Dursun. Dursun ein bisschen Freiräume aufbauen. Dursun möchte mit dem Kopf durch die Wand, durch die Mitte ziehen. Dann hier blödes Foul vom Gegner gewesen. Jetzt eine Freistoßposition für Hunt. Jemanden, den wir gerade erst verbessert haben. Mal gucken, ob sich das auch direkt auszahlt. Aaron Hunt aus 29 Metern. Schafft er das Wunder? Zielt, läuft an, der Schuss, aber dann leider zu lasch, sodass der Keeper da locker nochmal an den Ball rankommen konnte. Also da hat es noch nicht so ganz funktioniert mit der Freistoßpräzision, die wir da erhöht haben. Wobei von der Präzision her hat das ja eigentlich ganz gut funktioniert. Aber Kiel ist jetzt wieder am Ball und aus diesem Freistoß haben wir wenig gemacht. Ruiz hat jetzt viel Freiraum, weil der Außenverteidiger nicht mehr da ist. Spielt auf Baku, Franke muss schon ausbrechen aus der Innenverteidigung. Baku gegen Franke, Baku könnte den Ball reinbringen, er sprintet lieber selber rein, passt in die Mitte. Aber da passen wir auch auf und können diesen Pass unterbinden. Somerville jetzt wieder am Ball. Schickt den Pike los. Pike nicht der schnellste Spieler. Ist aber auch gar nicht mal so schlimm, weil der kann auf jeden Fall dribbeln. Pike gegen Bayer. Spielt da unten auf Dursun. Der hat jetzt noch Freiraum. Dursun frei vom Tor. Dursun die Grätsche von hinten und dann ist das so ein Tor. Wie auch immer das ist. Als ich das gesehen habe, ich musste Tränen lachen. Guckt euch das mal an. Von hinten weggegrätscht. Das wäre absolut eine rote Karte geworden. Aber es wurde ein Tor halt eben daraus. Das nehmen wir natürlich auch extrem gerne mit. Damit steht es jetzt 1-0. Und ich glaube, gab es nicht sogar eine rote Karte sogar dafür? Nee, gab es glaube ich gar nicht. Ne? Eine rote Karte gab es glaube ich gar nicht dafür. Das heißt also, selbst wenn das nicht ins Tor reingegangen wäre, es wäre halt eben eine rote Karte für den Gegner gewesen und damit sogar einen größeren Nachteil wahrscheinlich für ihn als halt eben das Tor. Aber das nehmen wir trotzdem mit, vor allem von Serdar Dursun und hat das Spiel schon direkt gesagt, Serdar hat das Tor geschossen. Aber aufgepasst, Kiel möchte jetzt natürlich auch ein Tor machen. Deswegen, das meine ich mit diesem Chaotischen, aber das hört noch nicht auf mit dem Chaotischen. Ruiz auf Mühling. Spiel wieder auf Ruiz, aber es wurde nicht ganz gut gepasst, aber hier auch nicht von uns aus der Abwehrreihe. Ruiz, behält hier den Ball. Ruiz, wir können angreifen, wie wir wollen. Jetzt eine Grätsche von uns, aber das war die beste Grätsche aller Zeiten unserer Verteidiger. Ball gespielt bis zum geht nicht mehr. Und dann hier den Ball zum Gegner gespielt. Ruiz vom Tor und kriegt den so rein. Die Fehlpässe unserer Spieler haben uns da so ein bisschen selber das Genick gebrochen auf jeden Fall.
Aber eine richtig heftige Grätsche von unserem Spieler. Da sehen wir es jetzt wieder. Heidenheim mit Trikots. Aber es ist halt Holstein Kiel, gegen die wir ran müssen. Das ist halt ein bisschen komisch. Egal, trotzdem. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr geschludert von unserer Verteidigung, weil die Pässe nicht angekommen sind. Und da kann Schuhen halt eben auch nicht mehr viel gegen machen in der Situation. Das ist dann halt eben einfach ein Gegentor. Von daher steht es jetzt wieder 1:1. Wir sind wieder auf Augenhöhe. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder nach vorne pressen können. Somerville gegen Baku macht das eigentlich ganz gut. Aber da fehlt ihm so ein bisschen das Tempo, was eigentlich weird ist. Somerville gewinnt aber den Ball wieder. Spielt auf Dursun, Dursun vorm Tor, aber der Innenverteidiger kriegt einen Boost, einen Jolt nach vorne, sodass er den Ball dort direkt da abfangen kann. Somerville, obwohl er so brutal schnell eigentlich ist, ich glaube 91 Antritt oder sowas, kann er sich gegen Baku nicht durchsetzen. Mal aufgepasst jetzt hier. Mendes wieder gegen Fernandes. Fernandes mit vielen Schuss finden, aber Mendes hat das Ganze gerochen, nimmt hier den Ball ab. Sieht auch einen Aaron Hunt, das war diesmal kein Fehlpass glücklicherweise. Aaron Hunt sucht jetzt hier seine Spieler, hat ja selber nicht so viel Freiraum. Sieht oben eigentlich den, wie heißt er nochmal, den Palsson dort, möchte aber den Pike lieber anspielen. Niemand weiß, wieso er das getan hat. Und jetzt gibt es eine gefährliche Situation von unserem Gegner. Baku will sich durchsetzen gegen Franke, behält hier irgendwie den Ball, obwohl es eigentlich komplett mein Ball ist, weil ich ihn komplett im Zweikampf weggenommen habe. Baku bleibt vorm Tor, wir können machen, was wir wollen. Ruiz vorm Tor und dann wieder so eine richtig genial gute Grätsche von unserem Spieler. Die Grätschen funktionieren so extrem gut, wunderbar. Mühling könnte den Ball jetzt reinbringen. Wir lauern aber auch schon. Er wird nicht flach ausgeführt. Reese in der Mitte kommt zum Kopfball. Pfosten. Können wir den abwehren? Können wir nicht ganz. Neumann hat da den Ball. Neumann gegen Franke jetzt. Neumann spielt in die Mitte auf Baku. Baku behält den trotzdem. Ruiz vom Tor schießt und macht den dann so rein. Wir grätschen unsere Spieler mit rein. Wir gehen in die Zweikämpfe gegen die. Wir laufen die Passwege ab und so weiter. Und die Kieler bleiben einfach am Ball. Als hätten die irgendwie Sekundenkleber am Schuh. Naja, nicht nur das. Als wäre auch Sekundenkleber perfekt im Pfad des Grases. Es sollte einfach nicht sein. Pfostentreffer natürlich gewesen und so weiter. Ganz unglücklich, aber wir haben den Ball mehrfach abgenommen und haben den nicht behalten können, sondern der Gegner behielt immer den Ball. Oh, das wäre schön gewesen, wäre Dursun damit durchgekommen, aber leider ist dazu nicht gekommen. Es steht 2:1 damit, das heißt, jetzt müssen wir wieder nach vorne drängen. Und das ist wieder so ein Spiel wie beim allerersten Spiel gegen Holstein Kiel. Gut abgewehrt. Haben jetzt weiter den Ball in unseren Reihen. Pai kann hier den Ball nicht ganz locker behalten, aber hat den super losgeschickt, den Somerville. Somerville jetzt mit dem Pfad zum Tor. Somerville. Wir sehen es jetzt hier, geht auf die Grundlinie mit der Ballrolle, aber gut abgesehen von unserem Gegner und jetzt gibt es einen Eckball und die geben auch immer ganz gute Gefahren, vor allem wenn Dursun dort lauert. Dursun wird auch angespielt, Dursun mit dem Kopf und dann halt eher wieder mal Ball für, naja, die Security, die dort halt eben steht. Naja, jetzt mal aufgepasst, ich weiß nicht, was der Gegner jetzt hier gerade für taktische Veränderungen eben führt, das werden wir jetzt gleich nochmal sehen, vielleicht hat er ja gerade nochmal irgendwas gelesen aus seiner Verteidigung, um die irgendwie umzustrukturieren oder sonstiges. Gelios hat jetzt hier die Möglichkeit zum Abstoß, also es war eine sehr schöne Chance für Dursun auf jeden Fall, den hätte er auch besser verarbeiten können, aber man kann ja auch nicht alles haben, ne? Reese wird wieder angespielt, behält ja auch den Ball, spielt auf Mühling. Mühling sieht unten Fernandes, jetzt muss Mendes wieder gegen Fernandes ran, spielt auf Reese, spielt wieder hoch auf Ruiz, aufgepasst, oben auf den Außen ist Baku wieder am Lauern, Reese mit der Mitte durch, spielt eigentlich auf Ruiz wieder zurück, aber das wird nix und dann wieder so ein Fehlpass, Reese auf Ruiz mit dem Schuss und gut, dass wir Schuhen so ein bisschen gepusht haben, sodass er da nochmal irgendwie an den Ball mit rankommt. Ja, es ist irgendwie, guck mal, hier schon wieder Fehlpass um Fehlpass, es war unser Ball eigentlich, wieder Passwege abgestellt. Baku, Reese, könnt jetzt wieder in die Mitte spielen auf Meffert, da sehen wir es auch schon, spielt auf Mühling runter und da Pass abgefangen und diesmal auch abgewehrt von uns, sodass wir den auch direkt selber behalten können. Auch ein sehr untypisches Bild hier bisher in diesem Spiel gewesen. Pike hat, möchte sich ein bisschen Freiraum erbauen, Dursun. Sieht jetzt eigentlich einen Aaron Hunt, macht das aber ganz stark hier mit dem Dragback. Pike und wird von hinten umgelatscht. Palsson ist aber mit aufgestaffelt gekommen, jetzt ist Dursun frei vom Tor. Dursun, der wird doch wohl, und wie er das wird. Dursun mit dem Tor, 2:2 und es ist natürlich schon wieder Serdar Dursun, der absolute Top-Torjäger der Liga, das ist phänomenal. Eine Halbzeit, 2:2, das ist halt eben auch extrem krank und wenn jemand die Tore schießt, dann ist es auf jeden Fall Dursun. Das war so ein bisschen der Frust, der aus ihm gesprochen hat und damit sehen wir jetzt auch gleich, eine Minute Nachspielzeit gibt es halt eben noch, mal gucken, ob der Schiedsrichter hier noch etwas durchlaufen lässt. Wir haben jetzt hier den Ball und den heißt jetzt einfach nur irgendwie nach vorne halt eben zu katapultieren, damit wir in die Pause reingehen können und dann so ein bisschen mit unseren Spielern reden können. Ja, wunderbar. Es gab viele Fehler unsererseits, verteidigermäßig, also meine ich halt eben, ne, die Pässe sind nicht angekommen, wir haben eigentlich Pässe abgewehrt und da kamen unsere Spieler dann doch irgendwie nicht so ran, dass wir in den Ballbesitz fliegen, sondern der Gegner blieb einfach an dem Ball. Es sollte nicht so sein. Dursun macht das super, so ein Solo jetzt hier, der grätscht von hinten einfach, der Gegner. Wäre die Drehung durch gewesen, sage ich euch, hätte Dursun hier einen Hattrick geschossen. Da macht der Gegner das nochmal selber, aber halt komplett ohne Bedrängnis. Aaron Hunt kommt ein bisschen stolpern, aber reicht noch, dass er an den Ball rankommt. Aaron Hunt, oh Alter, die grätschen hier, die wieder hier rumfliegen. Das ist ja wirklich brutal. So, jetzt ist mein Ball
Halt schon wieder gewesen, an den Passweg reingekommen, weil der Gegner so einen Fehler spielt, aber wir bleiben nicht an dem Ball. Wir bleiben nicht an dem Ball, wir verlieren jedes Mal. Auch schon wieder mein Ball jetzt hier gewesen in der Situation und schon wieder nicht bekommen. So, jetzt hier Zweikampf, Schutalo gegen Reese und das wird auch wieder ein Gegentor werden. Also, ich glaube, die Entstehung dieses Tores, ohne Scheiß jetzt, die Entstehung dieses Tores war von Anfang bis zum Ende hin durch so geplant vom Spiel. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ich den Ball von einem Verteidigerfehler des Gegners nicht behalten konnte, weil der weil mein Spieler irgendwie einen Ballkontrollwert hat von einem Einkaufswagen. Kann mir keiner erzählen. Passweg zweimal abgestellt. Schutalo, der dahinter Reese hinterhergelatscht ist und den Ball dort nicht gekriegt hat, obwohl er den Körper reingestellt hat. Es sollte einfach nicht sein. Damit steht es jetzt 3-2 für Holstein Kiel. Und jetzt müssen wir halt wieder nach vorne pressen. Das versuchen wir jetzt natürlich auch. Aaron Hunt möchte ihn eigentlich ganz unten schicken. War auch ein wunderbarer Ball. Kommt er da noch mit ran? Oh ja, da kommt er noch ran. Summerville mit dem Tempo. Summerville gegen Commander. Summerville zieht in die Mitte mit rein. Das kann er eigentlich immer ganz gut. Gute Ballrolle, aber dann keine gute Ballführung. Und der Innenverteidiger hat das so gelesen. Dursun, wunderbar dazwischen gegangen. Richtig schön. Jetzt funktioniert es ja auch. Dursun möchte es alleine machen mit dem Dribbling und dann wollte er ein bisschen zu viel. Der wollte die Drehung unbedingt nochmal. Aber das war ein bisschen zu viel leider an der Stelle. So, jetzt kommen die Gegner wieder. Reese. Bei denen geht immer sehr, sehr viel, muss man sagen. Fernandes, oben auf den Außen, macht selber auch die Drehung, den Roulette. Sehen wir Reese wieder. Kommen wir wieder an den Ball ran. Verlieren ihn wieder direkt, obwohl wir den eigentlich locker gewonnen haben. Und er bleibt einfach am Ball. Und dann hier, weiß ich nicht, ob das Fair Play war vom Spiel oder was weiß ich nicht was. Glücklicherweise haben wir da dann noch einen Fehlpass des Gegners irgendwie erlebt. Aber da haben wir es gerade eben schon wieder gesehen. Ja. Passweg zugestellt und so. Mein Spieler kommt da an den Ball mit ran. Aber ihr habt ja gesehen gehabt, ne? Trotzdem behält er trotzdem die Pille am Fuß. So, jetzt habe ich alles nach vorne gestellt, weil ich mir dachte, das kann jetzt so nicht weitergehen. Mittelfeld geben wir eigentlich fast komplett damit auf. Aber die offensive Präsenz soll halt eben dann da sein, weil jetzt heißt es, alle nach vorne hier stellen, weil ich konnte das einfach nicht wahrhaben, dass das hier gerade wirklich ernsthaft passiert. Deswegen, alle jetzt hier nach vorne gestaffelt, alle nach vorne geworfen. Jetzt heißt es, jeder in den Arsch beißen und das Beste geben, um hier die Tore halt eben noch zu bekommen und so. Ja, da bin ich halt eben mal sehr, ich bin sehr gespannt. Ich weiß natürlich, wie es ausgegangen ist, aber ich glaube, da können wir alle mal sehr gespannt drauf sein. Also, hier sehen wir es jetzt gerade, Einwurf ausgeführt. Fernandes möchte da angreifen, aber der Gegenspieler spielt sich eher zum Linienrichter als halt eben zu unserem eigenen Tor. Aaron Hunt auf Paulsson. Paulsson, guter Dragback, aber verliert hier den Ball, weil niemand irgendwie mitgelaufen kam. Niemand kam gut mitgelaufen, um den Ball halt eben abzufangen. Und der Gegner presst halt eben auch wie sonst was. Der Pass kommt auch nicht durch unsererseits. Immerhin gibt es einen Einwurf für uns. Daraus können wir bestimmt eine Gefahr halt eben machen. Da hast du wohl gedacht, dass ich da oben hinwerfe. War aber, tue ich nicht. Das tue ich nämlich jetzt. Aufgepasst, Franke. Wieder auf Mendes, den Gegenspieler ein bisschen laufen lassen. Manu könnte nachher in die Mitte spielen auf Aaron Hunt, kommen wir aber auch so nicht ran. Und dann der Gegenspieler, ohne dass er vernünftig irgendwie sprintet oder sowas nimmt, kann den Ball einfach wieder weiter weglegen. Passweg auch wieder zugestellt von uns, kommen wir aber auch wieder nicht ran. Gut, dass Schutalo da jetzt mitgekommen ist mit Frimpong. Frimpong sogar mit einem großen Einsatz, mit einer Grätsche tatsächlich, um den Ball abzufangen. Und da Dursun möchte ihn jetzt schicken in Summerville, macht das auch. Summerville jetzt mit seinem Tempo und gegen Neumann. Gute Schussfinte, Summerville, wunderbar gemacht, richtig gut, Hacke zu Hacke. Und dann irgendwie, obwohl er komplett ausgespielt war, kam der Verteidiger dann noch irgendwie mit seinem Latschen dazwischen und nimmt sich den Ball halt eben damit weg. Jetzt stellen wir sogar schon auf offensiv, weil jetzt reicht's mir so langsam. 65. Minute klingelt halt eben schon. Ah, Entschuldigung, wir stellen auf sehr offensiv, ja, selbstverständlich doch. Und jetzt kommen wieder mit den Gegnern auf Reese, aber Schuhen kommt mit rausgesprintet und der weiß ganz genau, was hier los ist und der weiß natürlich, dass, man hier den Ball einfach nochmal locker abfangen kann. Manu? Kann das eigentlich bisher auch mal richtig gut machen. Guckt euch das mal an, was er hier mit dem Gegner macht. Der spielt mit dem Gegner, als wäre es eine Marionette. Manu spielt auf Pike, spielt ganz oben auf Mendes, der mitgesprintet kommt. Mendes die Möglichkeit, die Mitte mit reinzuziehen, keine gute Ballkontrolle. Und das war doch niemals raus. Na, ist ja auch egal. Es gibt zumindest Eckball ja für uns. Also daraus können wir vielleicht nochmal eine Situation erarbeiten. Aaron Hunt könnte den reinbringen. Da ist auch Dursun schon wieder. Dursun mit dem Kopfball, aber da kommen wir nicht ran. Aaron Hunt kann ihn noch im Spiel kontrollieren. Wunderbare Schussfinte. Aaron Hunt möchte jetzt in die Mitte mit reinziehen. Was macht er denn da? Schießt in die Mitte. Pike mit dem Schuss und dann der Keeper kommt irgendwie daran. Summerville, machst du noch irgendwas? Summerville, bring ihn irgendwie in die Mitte. Nee, Neumann wehrt ab. Alter Finne, da kann mir doch keiner erzählen, dass das nichts geworden ist. Aaron Hunt bringt die Flanke rein. Dursun schon wieder mit dem Kopf, aber diesmal kommt er da nicht ran, leider. Manu kann das auch nicht ganz kontrollieren gegen Fernandes. Und jetzt heißt es 2 gegen 1 und das war wunderbar gemacht von unserem Verteidiger. Aaron Hunt könnte in die Mitte spielen auf Dursun, da ist er halt eben auch. Dursun mit dem Zug zum Tor. Dursun, wunderbarer Dragback. Dursun, Schussfinte.
Der muss irgendwie an diesem Verteidiger vorbei, aber das kriegt er nicht hin, weil der Verteidiger da doch ein bisschen mehr aufpasst, ein bisschen besser aufpasst. Ganz oben jetzt aufgepasst. Unsere gesamte Verteidigerlinie ist vorne. Klar, wir stehen auch sehr offensiv. Schuhe ein bisschen angefaked, ein bisschen rausgesprintet. Jetzt kommt er mit Fernandes. Fernandes mit dem Schuss. Aber das war glücklich. Gut, dass wir Schuhe da rausgeholt haben. Da haben wir ihn so ein bisschen ins Schwitzen gebracht, den Gegner, sodass er dann, ne, zum Schuss lieber angeht. Schutalo, wunderbar gespielt. Das sah richtig schön aus. Da bin ich dreimal gekommen, glaube ich. Dursun. Dursun mit der Schussfinte. Möchtest ein bisschen wieder selber machen. Sieht ein Palsson mitsprinten. Wir sehen schon, wie viele Spieler von uns jetzt vorne stehen wegen unserer offensiven Formation. Mendes. Könnt den auch gleich mal reinbringen. Was macht Mendes denn da? Genau, er verliert leider den Ball wieder an der Stelle. War nicht gut gemacht. Hier abgelaufen den Ball. Wunderbar von Franke, der auch Tempo, wie gesagt, mit rausbringt. Hier den Gegner so ein bisschen hat stehen lassen im Nassen. Und dann dieser Pass. Warum? Warum? Nicht einfach da zu unserem Spieler. Guckt euch das mal an. Habt ihr das gesehen? Guckt euch da. Der Gegner lag auf dem Boden. Meine Spieler spielen sich gegenseitig im Weg. Wir kommen nicht an den Ball. Dursun spielt auf Palsson runter. Richtig schöner Doppel hier gewesen. Palsson will wieder auf Dursun spielen. Wird auch angespielt. Dursun muss es jetzt ein bisschen selber machen gegen drei Leute. Und dann, ja, gibt's hier Elfmeter. Ich weiß auch nicht, warum das in Elfmeter ist. Keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich mich so verarscht gefühlt vom Spiel, dass ich mir dachte, okay, jetzt kriege ich zumindest safe hier ein Tor. Und ich war ziemlich kackendreist. Und ihr werdet auch sehen, was ich damit meine. Fairplay. I know, Leute. I know. Es sollte, ich hoffe, dass es für die Zuschauer nicht so rüberkommt. Es war halt eben, weil dieser, ich muss ganz ehrlich sagen, im Spiel, ich war so angepisst, ja. Ich war so angepisst von dem Spiel, weil so viel Scheiß hier passiert ist. Das war so eine Kombination aus, okay, ne, wenn er halt in der Mitte stehen bleibt und so weiter, ist es dann gerechtfertigt, weil das war kein Elfmeter, sind wir mal ganz ehrlich, der hätte mich überhaupt nicht gefoult. Wenn der halt eben reingeht, habe ich mich aber dennoch halt eben dann, oder hätte ich mich dennoch halt eben gefreut, weil ich halt eben so auf 180 war, weil das Spiel zum Brechen nicht wollte, dass ich die Bälle halt eben hier gewinne. Also, es war so eine Mischung aus 50-50, es war kackenfrech von mir, aber irgendwie halt, also, weiß ich nicht, auch Genugtuung. Ach, ihr wisst schon, wie ich das meine, ist doch scheißegal, Fußball ist ein Sport der Emotionen. So, aufgepasst, Dursun gewinnt hier den Ball und dann verliert er den so komisch wieder, weil der Gegner irgendwie mit seinem Knie zwischen den Beinen von Dursun reinkommt, um den Ball wieder abzunehmen. 86. Minute, es gibt nicht mehr viel. Mendes spielt auf Dursun, aber seht ihr ja schon wieder direkt. Das war ein Steilpass. Mendes setzt sich durch gegen den. Hat den Ball jetzt auch. Könnte auch wieder in die Mitte reinziehen, aber wieder genau dieselbe Situation. Ball irgendwie noch abgewehrt, sodass es jetzt wieder mal zu einem Eckball reinkommt. Und jetzt, weil wir ja gerade, da ist mir nämlich aufgefallen, ich habe auf sehr offensiv eben gestellt und damit ist die Formation ja wieder normal und nicht mehr so, wie wir das eingestellt hatten. Aber ihr seht schon, was ich jetzt hier gerade mache. Also jetzt, ja, man sieht, ich meine das halt wirklich ernst. Ich will hier unbedingt noch das Unentschieden halt eben rausholen. Unbedingt, koste es, was es wolle. Dafür kommt Kempe auch nochmal direkt mit rein für Palsson. Palsson ja eher der Defensivere und Kempe hat ja schon gezeigt, was für offensive Qualitäten der jetzt hier, ja, halt eben bringen kann. Aaron Hunt, unser Torwart ist mit vorne dabei. Ihr seht schon den Ernst der Lage und da kommt keiner ran leider. Manu, bitte, wehr das irgendwie ab, unser Torwart sprintet gerade wieder zurück. Komm, Frimpong auf Somerville. Somerville frei vom Tor mit der Möglichkeit, mit dem Schuss. Und dann stellt sich da irgendwie noch ein Verteidiger dazwischen. Wir haben schon wieder den Passweg abgestellt und kommen wieder nicht an den verkackten Ball. Und jetzt kommt der Gegner. Franke gegen Fernandes. Und da kannst du auch nicht mehr viel machen. Guck mal, jetzt rennt er durch. Jetzt rennt er durch. Frimpong kommt dahin gegen Baku. Einfach der Schuss und Schuhe mit der wunderbaren Glanztat. Fernandes, Mühling. Gut, dass wir Schuhen haben mit dieser absolut krassen Reflexart. Und dann, ja, kommt jetzt die Flanke mit rein. Unser Spieler springt nicht mal hoch. Und dann führt's 4-2. Kiel zumindest an der Stelle. Ja, und damit könnt ihr euch schon vorstellen, weil es jetzt gerade die Nachspielzeit auch schon war. Das war's hier mit dieser Partie. Meine Damen und Herren, normalerweise würde es halt eben hier direkt noch einen Spieltag da drauf geben. Aber wie gesagt, den gibt's ja heute leider nicht. Ich hoffe, euch hat diese Episode soweit gefallen. Das war ein Spieltag eigentlich zum Vergessen. Es war nicht so, wie es hätte sein sollen. Wir haben, ja, viele dumme Aktionen erlebt. Das Tor war richtig geil von Dursun, gar keine Frage. Eins der ulkigsten, lustigsten Tore meiner FIFA-Karriere, meiner Laufbahn. Darüber können wir, glaube ich, alle lachen, aber es hätte einfach nicht sein sollen. GZ, good game an meinen Holstein-Kieler Gegner. Wir sehen uns dann irgendwann wieder. Also, nicht an die Zuschauer, sondern an den Gegner. An den Zuschauer sage ich nur, bis auf zum nächsten Video. Tschüss, Kostin Koski und bye bye. Macht es gut.